Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Furago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry. Far Cry 4, dem lustigen Survival-Game und Kletterspiel, wo wir es jetzt mal verkacken. So, wir wollten eigentlich die lustige Gebetsrommel holen, haben es wieder mal nicht auf die Reihe gebracht. Ich bin sowas von enttäuscht. Deswegen machen wir ja Folgendes. Wir kümmern uns mal um wirklich produktive Sachen. Und zwar werden wir mal gucken, ob wir einen Außenposten machen. Da haben wir einen Außenposten, der ist super. Das heißt, wir springen hier hin. Wir müssen ja Außenposten noch völlig im Stealth-Modus machen. Voll im leise und so. Das werden wir angehen. Im Außenposten werden wir mal Material besorgen. Unentdeckt heißt es, den Posten zu zerlegen. Damit schalten wir dann auch eine Fähigkeit frei, die wir dann uns einverleiben können. So. Das heißt, wir müssen ein bisschen umequippen. Wir sollen ja lautlos töten. Lautlos töten heißt der Effekt hier. Mal das verkaufen hier. Dann gehen wir kurz hier rein. Ja, habe ich jetzt voll. Weiß ich jetzt. Oh, Schützenhöfen-Upgrade. Ja, kaufen wir das auch mal. Sind wir ja nicht so. Obwohl wir die Schützenhöfe noch nie benutzt haben. Weil jedes Mal sagen sie, nö, will ich nicht. So, hier werden wir auch nochmal equippen. Wäre natürlich ganz witzig. Einfach mal drauf, das Ding hier. Das haben wir ja schon. Lustig hat man auch schon gesehen. Ganz an der Scharfschützen. So, das war ja nicht so effizient als Scharfschützengewehr. Auf alle Fälle sollte man so einen da mitnehmen hier. Vielleicht die nicht mehr mitnehmen, weil nicht so effizient. Das LMS-16, das haben wir ja schon mal gar. Ah, hier, den hier mitnehmen. Oh, passt das alles ein bisschen auf Stealth gepackt. Das letzte lassen wir einfach mal. Für den Fall des Falles, dass das wieder alles in die Hose geht. Weil ganz großes Desaster brauchen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nur lautlos töten. Wenn es nicht lautlos wird, machen wir es auf die laute Weise. So, das heißt, M-Lan. Okay. Und dann dahin. So. Das heißt, wir werden auch mal gucken. Wo kommt der Konvoi lang? Der fährt bestimmt hier lang. Ich weiß nicht, ob der hier lang kommt. Den soll er vielleicht auch mal im Auge behalten. Wir gehen mal aber trotzdem durch das Dickicht hier durch. Einfach aus dem Grund, dass uns nicht noch eine Patrouille über den Weg fährt. Deswegen ab durchs Dickicht. Okay, warte da unten. Die sind harmlos, das sind nur Rehe. Okay. Vorsichtig in diese Richtung weiter. Oh, welche Gamsböcke sind das? Mal gucken, wo die Propaganda. Das könnte echt sein, dass die hier langkommt. Wenn die wirklich hier langkommen sollte, dann nehmen wir die natürlich mit. Okay. Okay, die haben uns nicht gesehen, das ist gut. Weil die wollte ich nicht haben. Ja, die könnte echt hier langkommen, die Propaganda. Dann können wir noch schnell eine Propaganda ausschalten und dann den Stützpunkt. Können wir auch die Schützenhöfe hier rufen? Wo fährt er lang? Ah, er kommt wirklich hier lang. Das ist schön. Endlich wieder mal eine Propaganda zerstören. Vielleicht doch mal hier eher den. Okay, die kommt hier lang. So, die Finger am Auslöger haben. Na, ein bisschen weit auseinandergelegt. Aber wir haben gelernt. Okay. So,
Das war kurz und schmerzlos. Und wo kommen? Tja, jetzt haben wir gemerkt, wie die auf einmal Flüchtlinge immer da sind. So. Ja, die sind einfach da gespawnt, die Drecksäcke. Oh, da kommt ein Konvoi. So, auch den haben wir. Genau, dann nehme ich ja kurz ihn hier. Weil, wenn man das Ding einfach mal damit hochjagt, macht natürlich tierischen Lärm. So, jetzt sind wir in der Lage, lautlose und... So, ey, das kam ja alles mit einmal hier. Da kam der Propaganda, da kam der Truck und dann kam der Kurier. Alles mit einmal hier. Wie das aus? Okay. Und noch eine Streife. Sehr, sehr effizient würde ich das jetzt nennen. Eine ganze Menge erledigt, obwohl wir gar nicht wollten. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, den Außenposten zu machen und dann kommen dann, kommen sehr förmlich darum bettelnd an. So, wir schlagen uns jetzt weiter mal durchs Unterholz. Okay, das sind blaue. Oh. Durchs Unterholz. Den müssen wir mal genau analysieren, wie der ausschaut. Und dann sehen, dass wir den lautlos zerlegt bekommen. So Stückchen für Stückchen. Da sieht man schon den nächsten Truck fahren. Okay. Jetzt sind wir in direkt Feindgebiet. Karma Geisel. Oh, Karma Geisel. Ah. Da haben wir noch einen Glockenturm. Okay, wir müssen also die Kurve wechseln. Oder wir machen das auf die ganz altmodische Variante. Lassen den einfach mal vorbeilaufen. Okay, der muss er uns noch nicht erwischen. Sehen. So, jetzt können wir uns der Sache mal langsam nähern. Betone ich auf langsam. So, Hundemark gesammelt, den Jungen losbinden. Ich war sicher, dass ich sterbe. Ja, aber nicht, wenn ich sterbe, da stirbt keiner. So, wir gucken mal uns hier die ganze Kacke von oben an, ja. Okay, gibt's. Da haben wir schon den ersten entdeckt. So. Natürlich ist es kacke, dass hier die Bäume im Weg sind. Sonst wäre das super zum Wegsniper von hier oben. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Dann müssen wir wahrscheinlich doch ein bisschen aufstehen, weil von hier oben... Einen haben wir bis jetzt gesehen. Nicht so super hier. Echt kacke die Aussicht. Solange es nicht wieder ein Tiger auftaucht und uns die Tour vermasselt. Ist halt alles super. So, da mal da zwei stehen. Der wisst ihr natürlich, wenn wir den Alarm auch mal entdecken würden, beziehungsweise der Alarm ist da, wenn wir eine Schusslinie für den kriegen würden. Da steht auch ein Elektrofreund. Alles klar. So. Wie gesagt, alles von allen Seiten einmal betrachten. Das ist ja definitiv das A und O. Weil sonst haben wir wieder böse Überraschungen. Ich hoffe nur, dass da kein Heavy unterwegs ist, weil die sind anstrengend. Okay. Hm.
So. Beide Bolzen eingesammelt. Der hat das Wildschwein gerissen, nämlich. Ganz gerissenes Vieh. So. Haben wir nochmal einen neuen Blickwinkel auf das Ganze hier. Sieht aber von der Seite auch ganz gut aus. Unser aktuelles Problem ist, wir haben noch keine freie Schusslinie, um den Alarm aus... Okay, da haben wir es wieder. Da fliegt wieder mal ein Adler mit Schwein weg. Das ist ja für uns jetzt nichts Neues. Das kennen wir ja schon. Wölfe. So. So, tiefste Gangart. Okay, da unten haben wir so einen. Den haben wir noch nicht gesehen. Da haben wir Lautsprecher von hier aus. Die Frage, ob wir irgendwie an die rankommen. Wahrscheinlich nicht so einfach. Die einen Lautsprecher können wir wahrscheinlich erwischen. Wenn wir uns hier ein bisschen durchmogeln. Von der einen Seite könnten wir die vielleicht bekommen. Okay. Das sehen wir von hier aus nicht. Ist echt beschissen. Kommst du einfach nicht ran an die Dinger. Und da ist auch ganz gefährlich, weil da läuft der Ener ja schon rum. Der läuft hier direkt hier vorne rum. Können wir den irgendwie rauslocken? Den könnten wir theoretisch ein bisschen rauslocken. So viel zum Thema. Wir sind unauffällig. Okay, das war aber die Kacke-Nummer. Okay, vielleicht soll man die Gelegenheit auch mal nutzen. Okay, das war jetzt nie so clever. Muss man ja sagen. Einmal... Opala. Einmal die falsche Taste, schon Stress. Sollten wir vielleicht mal wechseln? Ja, auf das, ja. Das ja. Okay. Okay, einer der erste ist weg. Kann nur das Schlimmste passieren, dass hier irgendeiner den sieht. Okay, den haben wir weggeschafft. Okay. Uiui, da geht mir gerade ein bisschen die Pumpe. Der ist auch weg. Dann gehen wir mal tiefste Gang hier rüber. Und schauen wir mal, was passiert. Im schlimmsten Fall kriegen die ja so viel Panik, dass sie Alarm auslösen. Ja, warten wir noch mal ab, der kommt nämlich auch hoch. So, guckt er den Toten an. Auch praktisch. Wir dürfen bloß Alarm nicht auslösen.
Okay. Bis jetzt sind wir unentdeckt. Wie weit wir unentdeckt bleiben, das werden wir heute nicht mehr erfahren, weil die Zeit nicht mehr rum. Denn das war's wieder mit Let's Play Far Cry, Far Cry 4. Wir sind dabei, den Außenposten im Stealth-Modus zu nehmen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich weiß noch nicht. Bis jetzt läuft es super. Bis jetzt sind wir ganz knapp den Entdecken entkommen. Und schaut mal rein beim nächsten Mal, wenn es morgen wieder heißt Let's Play Far Cry 4. Und ihr könnt ihr diesmal schon mal einen Kommentar lassen, was eure Prognose ist. Kriege ich es hin, kriege ich es nicht hin. Einfach mal reinschreiben. Ich bin gespannt, was ihr mir zutraut und was nicht. Alles erstmal, hier seid, abonnieren nicht vergessen. Und ich bin Mac Vurago und sag Servus und Ade.